Servus Leute, hier ist der Racer und willkommen zurück zu Gran Turismo 6. Ja, weil heute das Ayrton Senna Tribute Update kam, werde ich jetzt die Ayrton Senna Herausforderung fahren. Während ich gerade noch in Skype die anderen höre, ihr hört sie jetzt nicht. Okay. Ich muss mit 1960 anfangen. Ich weiß nicht, was ist. Zielzeit 1 Minute. Eine Minute auf dieser Strecke. Ich weiß nicht, ob ich abkürzen kann. Darf ich abkürzen? Wäre eh egal. Im Notfall mache ich es eh. Ah, okay, ich darf nicht von der Strecke weg. Gut. Heißt, es ist im Vergleich zur Vettel Challenge schwerer, weil man nicht abkürzen kann. Der Witz ist halt, ich habe halt sogar Sennas Rennanzug an. Den von McLaren Honda. Oh Gott, das war richtig scheiße gefahren. Oh Gott. Es wird voll schwer, eine Minute zu schaffen. Aber natürlich versuche ich das. Ach du Scheiße, wieso sind das so... Wieso sind das so behinderte Schikanen? Jetzt mal ernst, warum sind da so behinderte Schikanen drin? Der Witz ist halt, man hat noch eine Runde Zeit. Das nervt mich jetzt schon wieder. Weil selbst wenn ich jetzt diese eine Runde fahre, kann ich nicht in einem Fliegenstart danach nochmal durchfahren.
so ungefähr richtig behindert. Also. Gott, was für ein Scheiß. Bin kein Fan von der Herausforderung. Das sehe ich, ohne sie lange zu fahren. Weil einfach richtig behinderte Schikanen sind. Wer baut denn sowas ein? Leute, diesmal richtig Hurensohn like diese Schikanen. Was? Ich war noch nicht mal ganz neben. Och Gott. Das ist eine typische Hurensohn-Veranstaltung. Die bringt Gran Turismo 6 so oft, genauso wie diese scheiß Goodyear-Sachen. Goodyear Festival of Speed und Ficken. Es war auch wieder grauenhaft gefahren. Ja, es wird grauenhaft. Das sehe ich schon jetzt wieder. Eine Minute machen wird er, eine Minute schaffen, wird er richtig behindert. Weil sobald ich neben die Strecke komme, war es das. Und Kartfahren bin ich eh kein Pro in Gran Turismo. Dann auf so ein uralt Kart und dann auf so eine behinderte Bestzeit. Soll ich das in einer Minute schaffen? Nie im Leben schaffe ich das in einer Minute. Nee, ich schaffe ja nicht mal die 1,3. Ich schaffe irgendwie 1,5 oder so. Da kann ich gleich nochmal fahren. 5 Sekunden schneller. Alter, ist das behindert. Wie soll ich 5 Sekunden schneller fahren? Anscheinend startet er vor mir zeitlich. Das war auf jeden Fall mal schön gefahren. Ich weiß halt nicht mal, wie weit ich vorne bin, zeitlich. Oh Gott, ich weiß nicht, wie weit ich vorne bin. Sieht jetzt nicht schlecht aus, aber... sind es 5 Sekunden? Das wird mal ultra klappt. Nein, es klappt wieder nicht. Wie weit war ich schneller? Ich war 4 Sekunden schneller. Ach, verdammt. Jetzt muss ich nochmal 1,4 aufholen. Kann sein, dass ich diese Herausforderung auf mehrere Etappen auf Gold fahre. Alter. Okay. Krasser Neustart hier. Ich hasse solche Kack-Herausforderungen in Gran Turismo wie die hier. Das ist einfach so richtig Unnötigste, was es gibt. Ich soll hier 1,4 Sekunden rausholen. Ich bin so gut gefahren. Was? 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 Ich war sowas von nicht nebendran. Es ist lächerlich. Ich bin so gut gefahren.
Könnte eine Sekunde sein, was ich gerade schneller fahre. Oh Gott. Ja, was ich ja wusste. Mann, was versau ich da in diesen scheiß Kurven da hinten? Ja. Was ein Scheiß, ey. Sag euch, ich schaff das noch auf Gold. Oh Gott, ich fahre wirklich auf einem Niveau, wie ich vorhin gefahren bin. Jetzt muss ich hier diese Schikanen deutlich schneller fahren. Das ist ja mal so ziemlich das Lächerlichste, was ich je hatte. In Zeitfahren mit Go-Kart. Ich habe zwei Räder auf dem Korb, das zählt. Korb ist verdammt nochmal Strecke. Was ist denn das? Andi erzählt gerade die Geschichte, warum die Südkoreaner Schlitzaugen haben. Oh Gott, es wird richtig knapp. Bitte! Nein! Ich mache eine halbe Sekunde schneller. Also die Geschichte, wieso die Koreaner Schlitzaugen haben, muss Andi euch mal wann anders noch erzählen, weil die ist einfach ultra witzig. Ja, Andi hat sie gerade erzählt, beim ersten Mal war sie eindeutig witziger, diesmal war sie richtig scheiße erzählt. Oh Gott, das gibt's nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das gibt's nicht. Das ist ja richtig lächerlich. Was ist denn das? Warum bin ich jetzt schon wieder langsamer? Jawohl. Oh Gott. Ach Mann, das ist ein richtig lächerlicher Scheiß.
Noch eine Sekunde schneller, wie soll denn das gehen? Das war ungefähr das lächerlichste Rennen, das ich je gefahren bin. Natürlich schön, dass Gran Turismo sowas wegen Senna macht, aber so eine Homo-Veranstaltung ist natürlich nicht zwangsweise eine Ehre für Senna. Ja, die ist richtig behindert. Was ist denn das? Die ist so knapp bemessen. Was? Ich war... Oh, lächerlich. 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 Sowas von auf der Bahn. Sowas von auf der Bahn. Gott. Schaut euch das an. Oder fahrt den Schmarrn selber. Warum ist dieses Rennen so ultra lächerlich? Was? Was? Ich habe einen Kegel anscheinend berührt. Ist klar. Ist klar. Sven hat sich gerade an meinem Intro für Gran Turismo versucht. Oh Gott, das ist ja richtig grauenhaft, was hier läuft. Ich schaff diesen Scheiß sowas von nicht. Schaut euch das an. Schaut euch das einfach an. Ob das eine Sekunde ist, nie im Leben ist das eine Sekunde. Nie im Leben ist das eine Sekunde. Nee, ich komme wieder 13. schneller. Das gibt's ja nicht. Jetzt brauche ich noch 0,6 Sekunden. Oh Gott. Oh Gott, das war schon mal so viel besser gefahren als gerade eben. Chad Thomas Ziel und ich lasse mich ablenken. Ich lasse mich ablenken! Jetzt lasse ich mich ablenken. Oh Gott, ist das... Ein Scheiß. Jetzt hätte ich es einmal geschafft. Jetzt stresst Thomas rum. Nur weil ich auf Skype nichts antworte. Die sagen die ganze Zeit, ich soll auf Skype irgendwas antworten. Ich sag einfach, nö. Geht ja gerade nicht. Das ist einfach knappes Fuck. Ach geil, war das. Alter, ich hasse es. Wer baut denn da so eine... Wer baut denn da so eine Scheiße hin? Ist das lächerlich?
Das war mal super rausgefahren. Ich bin ungefähr mit 10 km schneller als der Geist von meiner Zeit. Oh Gott, das war mal ultra knapp. Bin ich hier schon mal so viel schneller. Wenn ich es diesmal nicht schaffe, weiß ich es nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, ist gut. Jawohl, ich habe es geschafft. Das ist nämlich ideal. Weil es nämlich langsam ewig gedauert hat. Und schon fast zu lang war. Für den Teil. Schön, dass es noch geklappt hat. Im nächsten Teil gibt es dann die nächste Senna-Herausforderung. Hier schön die Kohle. Jawoll! Jawoll! Da muss ich die Outfits auch nicht kaufen. Es läuft ja perfekt für mich. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja wie immer einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann kriege ich hier den Card. Und ja, dann geht es im nächsten Teil mit den anderen Senna-Herausforderungen weiter. Mal schauen, wie schnell ich die dann abschieße. Also, Servus, Leute.